Die folgende Sendung wird präsentiert von Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen an diesem wirklich sehr schönen Freitag. Ja, auch der Samstag und der Sonntag, die sollen sehr schön werden. Ja, was macht man bei so schönem Wetter? Ich habe da einen Tipp für Sie. Schauen Sie mal nach Berlingen, da kann man nämlich ziplinen. Pure Freiheit. Einfach mal reinhängen und baumeln lassen. Wo kann man das besser als beim sogenannten Ziplining? In ganz Deutschland gibt es nur sehr wenige Gelegenheiten, so etwas tun zu können. Sich einfach am Drahtseil durch die Lüfte, durch den Wald zu schwingen, wie hier in Berlingen, und dabei auch mal ein paar Figuren auszuprobieren. Für die, die abenteuerlustig sind, kann man gerne auch mal kopfüber fahren hier bei uns hinten in den längeren Bahnen. Da hat man etwas mehr Zeit, um die Beine hochzuschmeißen und kopfüber zu fahren. Man kann auch einfach mal rückwärts reinspringen und lässt die Seele baumeln sozusagen. Ist auch ein kleiner Kick mit drin und da kann man so ein bisschen was ausprobieren. Ziplining hat großes Suchtpotenzial, weil es einfach so viel Spaß macht. Du hängst einfach ganz frei in der Luft und kommst ja schon so ein bisschen vor wie ein Vogel. Klar, hängst natürlich am Seil. Noch können wir Menschen nicht so frei fliegen. Ja. Aber ja, es macht halt einfach Spaß, weil du dann so frei in der Luft fliegen kannst und einfach auch den Fahrtwind genießen kannst, die Aussicht in dem Moment hier hinten bei unseren langen Bahnen hast. Und klar, bei so einem Wetter, wie wir es heute haben, natürlich absolut toll. Nicht nur fliegen, auch fallen lassen kann man sich während der 1,5-stündigen Runde. Und wer will, verlängert einfach in die Abendstunden. Einmal im Monat haben wir immer unser Night Ziplining oder unser Night Special. Man kann dann auch Adventure Minigolf bei Night spielen. Das heißt, man bekommt, egal welches Abenteuer man macht, auch Stirnlampen und hat dann Leuchtbälle und ist dann wirklich nur im Schein des Vollmondes hier in Action. Und dann gleich heim? Nein, hier im Eifel Adventures Park in Berlingen gibt's noch mehr. Neben dem Hotel gibt's auch Zelte, hängende Zelte. Ja, das sind halt unsere Baumzelte. Die sind in circa 3 Metern Höhe angebracht und wirklich sehr gern besucht von verliebten Pärchen, aber auch Familien. Unsere ältesten Baumzeltgäste waren 76, die hatten also auch noch eine schöne Nacht, wie sie mir versichert haben. Und wem das dann immer noch nicht reicht als rundes Paket, der spielt eben noch ein wenig Minigolf. Das ist übrigens alles möglich, trotz Hygiene- und Abstandsregelung. Dadurch, dass wir so ein groß weitläufiges Gelände haben, ob es Minigolfanlage ist oder die Zipline-Anlage, haben wir keine Probleme, was den Abstand einzuhalten gilt. Und hier gilt natürlich Mundschutzpflicht hier vorne bei uns. Wir bedienen natürlich auch mit Mundschutz und allem. Die halten alles ein und die Leute haben Spaß, können auch ganz normal spielen. Auf der Minigolfanlage haben wir so viele Möglichkeiten, dass die Leute sich gut aus dem Weg gehen können. Und das funktioniert eigentlich ganz gut bis jetzt. Hier im Eifel Adventures Park in Berlingen zwischen Daun und Gerolstein gibt's genug Herausforderungen, die man gerne einmal anpacken kann. Für Familien ist's ideal und auch für Besucher, die das vielleicht bald werden wollen. Für unsere Kunden immer auf der Suche nach den besten Ideen. Konzept 92. Die Werkstatt für Kommunikation. Ja, zum Schluss noch kurz eine Meldung. Die EVBK-Jahresausstellung Prüm wird verschoben. Aufgrund der Hygienevorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie wird die Ausstellung voraussichtlich nicht wie geplant am 11. Juli diesen Jahres stattfinden, sondern am 24. Juli kommenden Jahres. Die diesjährige Jahresausstellung soll dann als Doppeljahrgang 2020-2021 in Prüm gezeigt werden. So ja, das war's für diese Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Gehen Sie doch einfach ziplinen. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.